Der bohrt einfach nach. Der hat Nerven, der Typ. Die Kanonen müssen schneller sein. Ich muss mal den Einkauf hier überall ausmachen, glaube ich. Habe ich noch mehr Einkäufe? Nö. Ich fände mich gerade ein, ich habe nicht genug Geld, um die dann nachzubauen. Und in der Mitte nach. Wenn du nachbaust. Ich weiß gar nicht, ob die Burgen auch weg müssen. Oder ob die auch, ob ich übernehmen kann oder ob die auch zu militärischen Gebäuden zählen. Ja, der geht mir doch echt auf den Sack. Oh, hör auf damit! Wie kann der damit? Offenbar zählen sie nicht dazu. Lohnt sich eigentlich auch nicht, die Bevölkerung hier zu lassen. Aber ich hätte tatsächlich gerne die Dinger jetzt, wenn sie schon mal hier im Betrieb sind. Die Einkäufe sollte ich ausmachen. Ja. Bisschen was von allem haben wir. Das hier kann aber alles weg. Bevölkerung brauche ich ja nicht mehr. Okay, könnten wir eigentlich Geld vernichten. Vernichten schlagen. Bisschen Holz könnte ich noch holen. Was wollen die eigentlich so? Oh, die haben schon Kanonen. Rot wird nicht so leicht zu bezwingen sein und Blau vermutlich auch nicht. Blau ist noch weiter, der hat eine große Werft. Mist, jetzt bin ich ans Mikro gefallen. Gekommen. Jetzt bin ich ans Mikro gefallen, was für ein Deutsch. Ihr wisst schon, was ich meine. Also immer diese Leute, die so ans Mikro fallen. Wo sind eigentlich meine Reiter hin? Da. Für unseren Herrscher setzt neuen Kurs. Ich nehme es erstmal mit. Unseren Herrscher. So, der kommt hoffentlich nicht gleich wieder auf die Idee, Blödsinn zu machen. Kakao und Baumwolle. Also den Kakao könnte ich später tatsächlich gut gebrauchen. Wir dürfen natürlich auch nichts verschwenden. Gebt Breitseite. Gebt Breitseite. Keine Gnade. Zu Befehl. Setz die Vorsegel. Geh mal rüber. Gebt Breitseite. Klasse. Jetzt noch zu expandieren ist eigentlich seine einzige Chance. Er macht es ja an und für sich richtig.
Bloß die Position von diesem Ding. Ach doch, er kann hier passieren. Ich wollte gerade sagen, das bringt absolut gar nichts. Er ist wenigstens so nett und platziert schon mal Kakaoplantagen. Da kann ich dann direkt weitermachen. So, dann bloß noch das da hinten. Und dann hätten wir die nächste Stadt. Ich denke gerade echt drüber nach, ob ich eine Kanonengießerei baue. Wahrscheinlich brauche ich dafür aber erstmal andere Sachen. Zum Beispiel mehr Geld. Und entsprechende Versorgung an verschiedenen Rohstoffen, Eisen zum Beispiel. Komisch, dass die nichts bringt, diese Fischhütte. Nicht genug. Wie steht's denn um die Ernährung? Sieht alles soweit gut aus, Stoffe. Klar, haben wir nicht im Griff. Gewürze kann ich bald liefern. Neuen Kurs. Oh Mann, jetzt wollte ich gerade siedeln. Volle Breitseite. So, mach's gut. Ihr Wappen. Ja, haben wir jetzt oft genug gesehen, glaube ich. Oh, er kauft nichts. Er verkauft nur. Lass sie trotzdem mal an. Läuft er so weit hier und hier kriege ich Kakao her? Ja. Naja, noch läuft's. Da kommt jetzt auch Nahrung her. Ich meine, wenn irgendwelche Probleme auftauchen, kann ich ja immer noch alles abreißen. Wo? Ach, da hinten. Setzt neuen Kurs. Zu Befehl. So, alle wieder hier rein. Jawohl, mein Fürst. Eigentlich müsste es gehen. Warum geht's nicht? Setzt die Vorsäge. Jawohl, mein Fürst. Haben die sich wieder so mädchenhaft? Du. Bring die mal nach Hause. Gerade brauche ich sie nicht mehr. Stoffe sinken immer noch, so wie die ganze Zeit schon. Ein bisschen Werkzeug mitnehmen. Oder ein bisschen Alkohol. Obwohl, so viel haben wir da auch nicht. Wie steht's denn hier mit Stoffen? Hier oben habe ich ja noch genug Platz, um mehr Stoffe anzubauen eigentlich. Hier. Yeah. Es fehlt an Tabak, es fehlt an Alkohol. Es fehlt an eigentlich so ziemlich allem. Wie immer. Wenn jetzt die Gewürze kommen, kann ich auf jeden Fall die Leute weiterentwickeln. Ehrlich gesagt, diese Webstube hier. Ist, erstens, es bringt absolut gar nichts. Ach, dieser Aufbau ist so grottenschlecht. Ich finde es wirklich furchtbar, wie die KI aufbaut. Das hier muss alles viel besser werden. Vielleicht hätte ich es auch abreißen sollen und vollkommen neu bauen, aber
So schlimm ist es, muss es jetzt auch nicht gehen. So, zurück zu anderen Sachen. Nahrungsmittel will ich gern ausbauen. Ach, so, wird schon gehen. Gut. Fischhütten sind billig. Die will ich. Kam denn jetzt schon? Super. Warum sind sie traurig? Ach, die Pest. Ach, diese Dreierblöcke, davon bin ich echt kein Freund, weil wie wir gerade sehen, ich glaube, ah doch, sie kommen rein, gut. Aber trotzdem, das ist einfach nix. Nicht richtig gut durchdacht, sagen wir es mal so. Wenn ich genug Geld in der Hinterhand habe, kann ich nochmal drüber nachdenken, ob ich es vielleicht nochmal abreiße und tatsächlich neu mache. So, hier holen wir uns gleich nochmal Schutzgeld. Habt ihr was für uns? Gold. Gold kann ich nicht gebrauchen. Setzt neuen Kurs. Ehrlich gesagt. Obwohl, die Werft kann ruhig hier bleiben. Hier habe ich das meiste Holz. Das passt soweit. Nächste Baustelle. Mehr Wein. Obwohl das ja tatsächlich nicht wichtig ist, gerade, weil... Setz die Vorsäge zu Diensten, mein Fürst. Ich habe ja noch meine... Was brauchen wir zuerst? Wollen wir Weintrauben? Nee. Ich glaube, ich gehe mal auf Zuckerrohr. Da einfach nur eine... Also wenn wir es uns mit Rot verscherzen, haben wir ein echtes Problem. Sollte man echt nicht machen. Vielleicht sollte ich da auch mit Handelsschiffen arbeiten, aber egal erstmal. Es muss jetzt so, wie es ist. Wir können uns nicht viel leisten. Wir wollen uns aber nicht viel leisten. Also können wir es uns nicht leisten, da Blödsinn zu bauen. So. Wenn ich mir recht überlege, ich kann mir überhaupt nicht leisten, groß was drauf zu bauen. Das Schöne ist allerdings, wenn ich jetzt genug Alkohol anbaue, kann ich rein theoretisch Rot damit auch versorgen. Oder Blau, je nachdem, braucht er Blau auch. Oh ja, Alkohol könnte ich da gut abtreten. Oh, Rot braucht wahrscheinlich alles, der ist Richtung Aristokraten schon im Weg. Ja, geht eigentlich noch. 1000 Leute da immerhin. Bisschen rum. Red Rum. Wer kennt's nicht? Mami, was ist Red Rum? Nun, ich würde sagen, etwas, was Piraten kann trinken. Und jetzt lest es mal rückwärts. So. Haben wir diese Insel auch schon fast befriedigt? Also das ist 50er. Ich würde gleich mal sagen, ich nehme mal 50 Tonnen.
einfach zu blau. Kleidung kann ich ja noch nicht herstellen, oder? Würde mich zumindest wundern. Doch, ich kann schon Kleidung herstellen. Herstellen. Bisschen Kleidung herstellen. Da habe ich bloß das Problem, dass ich mir es eigentlich nicht leisten kann, jetzt so Geld für solche Scherze auszugeben. Aber Soldaten haben. Ich brauche sie nicht, aber ich habe sie. Holz und Stein. Kriegen wir von hier schon mal. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das kann weg. Das hier werde ich wahrscheinlich auch aufgeben müssen später. Und ich baue einfach nur eine Feuerwehrhütte irgendwo hier hin. Da fehlt mir auf jeden Fall Stein. Du wirst jetzt den Alkohol verkaufen. Oh ja, das wird uns ordentlich Geld bringen. Vielleicht aber auch nicht. Doch. So, holen wir nochmal eine Ladung Stein. Jetzt habe ich zu viel genommen. Dezent zu viel. Ich glaube, da kriege ich auch bloß noch zweimal die Produktion von Alkohol drauf. Ich könnte vielleicht noch ein bisschen Fisch rausholen, wenn ich so drüber nachdenke. Kann ich noch ein bisschen Nahrung machen? Gerade noch nicht so wichtig, wird es aber werden. Ja, kein Stein. Ach, wir haben auch gar keine Mühle, sehe ich gerade. Gut, dass sie das hier gebaut haben. Ich sehe tatsächlich nicht, was man drauf tanzt auf diese Melodie. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Warte, das ist ein Wiener Walzer. Den tanze ich zwar nicht gern, aber er würde drauf passen. Das ist ein Feuer. Da tanzen manche Menschen auch sehr gerne dazu. Klingt komisch, ist aber so. Vor allem bei Freudenfeuern. Dann noch eine darauf erstmal eine Rumbrennerei. Ich weiß auch nicht, es muss bei mir immer alles auf Standard gedreht sein. Es ist so eine Krankheit von mir. Alle Bäume müssen blau sein. Das ist wahrscheinlich schon aufgefallen, dass ich das irgendwie immer so möchte. Das ist immer wieder auf richtig, so wie es ursprünglich ist. Ich mag das nicht mit den Perspektiven vertauschen immer wieder. Es stört mich. Ja, dann können wir auch alles abholen. Das brauchen wir eigentlich alles gar nicht mehr. Das können wir hier gleich mit zur nächsten Insel. Weintrauben? Nö. Ich würde sagen, das packe ich mal auf die... auf die Tabakinsel. Schon mal alles drauf. Für später. Alles zurück und dann hole ich den Alkohol von da. Und die Nahrung. Alkohol und Nahrung. Was will man mehr?
Kakao ist Mangelware. Wir haben noch gar keinen Kakao da drauf. Wir brauchen gar keinen Kakao. Das ist ein Produkt für die Kaufleute. Oh, die nehme ich gerne. So, Alkohol, Nahrung. Raus da. Vollkommen unwichtig für die. Ich sollte auf jeden Fall langsam mal. Habe ich denn noch ein Schiff außer das hier? Braucht der eigentlich immer noch Nahrung, Alkohol, Kakao? Was braucht Rot? Ja, das hält sich in Grenzen. Die haben noch nicht solche Megastädte. Also Alkohol, Nahrung. Den Rest habe ich nicht. Kakao könnte ich noch machen. Ich würde gerne die Mission in dieser Aufnahme tatsächlich noch schaffen. Oh, Gewürze könnte ich auch mitnehmen. Setz die Vorsegel! Brauch größere Schiffe. Okay, dafür brauche ich ein Badehaus und eine große Kirche. Die Kampfmeister stehen bleiben, das steht so gut. Kapellen. Was geht dem Ding hier? Passt eigentlich ein wunderbares Haus noch hin. Ach, das gucke ich später mal. Kapellen, wo stehen diese Kotzdinger? Da ist noch eine. Ach, die haben wir keine. Ah, dieser Aufbau hier ist so furchtbar. Okay. Noch ein Badehaus. Noch ein Mangels. An Geld, aber das haben wir auch gleich. Wir haben jetzt so ziemlich plus minus null tatsächlich. Aber durch den Verkauf von unseren Sachen kriegen wir ein Plus raus. Ich brauche uns noch das Badehaus und dann können wir uns ja auf Kaufleute ausbauen. Dann haben wir eigentlich schon alles. Dann können wir sie fast schon zu Aristokraten machen. Gott, ist das Schiff langsam. Okay. Ja, super. Die Erzvorkommen der Berge sind erschöpft. So viel dazu und ich wollte noch eine weitere Mine bauen. Gut, dass ich das nicht gemacht habe. Klauen doch noch. Die brauchen noch alles. So, wie steht's jetzt hier? Stoffe sind okay. Ja, jetzt bin ich halt drauf angewiesen. Schon.
Kohle brauchen die auch. Jetzt haben wir eigentlich ein Minus. Ich wollte da noch Kakao und ich weiß nicht, bilden sie sich jetzt schon aus? Ja, okay, Kakao hatten sie ja schon mal. Von daher. Die Bürger. Hey, die wollen doch Nahrung. Naja, Alkohol habe ich jetzt leider nicht so. Aber wir können hier unten was holen. Ja, fehlt Stein. Muss ich Kakao halt anfangs so holen? Aber wir bauen uns hier oben schon aus. Wenn ich denen dann noch Kakao gebe. Muss das doch eigentlich was werden. Ich brauche eine neue Tabakinsel. Ich brauche größere Schiffe. Okay, mir wird Eisenerz verkauft, das finde ich super. Ich mache mal noch den Einkauf von Eisen. Leisten können wir es uns tatsächlich. Wenn jetzt der Kakao noch kommt, können wir uns noch viel, viel mehr leisten. Und ich könnte dann eigentlich auch eine Wagenladung von hier unten holen, und zwar an Stoffen. Also defensiv. Technisch ist das Ding hier wirklich eine Festung. Um drauf zu bauen, ist es furchtbar. Kann so bleiben. Bei mir hängt es immer mal wieder. Ich muss dann immer so ein bisschen nachladen quasi. Das kann wieder weg. Also kann man wunderbar Türme rundherum bauen. Ich war aber eigentlich nur hier, um die nächsten Steine zu holen. Ich brauche viel mehr Eisenerz. Tatsächlich hätte ich jetzt langsam gerne genug Kaufleute, damit ich mir... Wie sind das jetzt? Muss mal schauen, wie viel das letztendlich werden an Kaufleuten. Hm.
Nahrung wird... Oh, Nahrung geht rein. Das nehme ich mal mit. Das nehme ich mal mit. Ja, das auch. Anker lichten! Guck mal, was wir an Schutzgeld zahlen dürfen. Ja, das ist wirklich okay. Ich glaube, ich löse die Mission ganz anders, als man sie lösen sollte. Ich glaube nicht, dass das so hier gedacht war. Stoffe sind Mangelware. Ja, ich arbeite ja dran. Hey, habe ich das nicht angelassen? Okay, dann kann ich hier noch ein bisschen Stoffe machen. Hier könnte ich eigentlich überall Fischerhütten dran bauen. Hier hinten kann man alles noch nutzen tatsächlich. Nicht gut, aber man kann es nutzen. So gut ist unsere Bilanz irgendwie auch nicht. Wenn ich mir so anschaue. Euer Volk wünscht eine Hochschule. Kriege ich auch wieder nicht alles mit rein. Müsste hier hin. Euer Volk wünscht ein Theater. Doch. Kann die schon mal weg? Dieser Scheinfleck kann eigentlich auch weg. Super. Konto 4 schon mal da? Könnte jetzt demnächst Konto 5, nee, Konto 5 wird es nicht geben. Aber ich glaube, ich brauche um die 500 wieder. Ich würde hier gerne einen größeren Kontor hinsetzen. Damit ich hier einfach mehr lagern kann. Ich kann auch Stoffe von hier mitnehmen. Einfach mehr Kakao. Der wird nämlich nicht lange vorhalten. Wenn ich von unten auch noch Stoffe ziehen kann, ist das gar nicht schlecht. Oh, es wird gut. Es fehlt sein Werkzeug natürlich. So. Gönnen wir uns mal den. Was könnte man noch mitnehmen? Was bräuchte man hier gerade nicht? Das lassen wir mal da. Stoffe und Kakao, das wird reichen.